Willkommen zurück bei Ungestaltet. Viel Spaß. Vielleicht können wir ja schon ohne, nur mit einem Reifen fahren. Sieht bestimmt scheiße aus. Intervehikel? Wie kann man das bepacken? Du musst Mausrad und dann Open Inventory. Mausrad drücken oder was? Mausrad runterscrollen, wenn da Intervehikel steht. Nee, geht nicht. Dann gib mal einen Reifen. Weißt du? Warum geht denn das nicht? Ja, du musst das. Guck mal, da steht auch Enter Vehicle, oder? Ja. So, Enter Vehicle und dann machst du Mausrad runter. Ja, geht aber nicht. Komisch. Keine Ahnung. Also weiß ich echt nicht, warum es nicht geht. Alter! Oh, der hat einen Reifen. Blub, blub, blub. Ja. Lass uns den nächsten Reifen suchen. Jawohl. Schneller lauf, denn gleich ist die Zone. Schnell komm da raus und bring einen unseren Dacia. Wir fahren weg Richtung Safe Zone. Hey. Und wir werden die Runde safe holen. Ich hab gelernt, dass man im Teamspeak ganz beschissen sehen kann, weil man so einen leichten Delay hat. Ja, okay. Scheiße. Ja, ist nicht schlimm. Hat sich trotzdem wunderschön angehört. Dann können wir nie wieder zusammen singen. Ja doch, ich schneide das einfach zusammen. Oh, Alter, ich habe einen Schokoriegel gefunden, wir sind gerettet. Was ist eigentlich das Ziel des Spiels? Irgendwann zu sterben, ne? Ja. Es soll so ein Spiel geben. Ja. Bald. Ja. Da hat man. Ich habe Diesel gefunden. Gewisse Lebens. Echt? Ja, mitnehmen. Ja. Ich kann es nicht tragen, ist zu schwer. Oh, ich komme. Ja. Du hättest ein bisschen was ins Auto legen sollen. An Zeug? Ich konnte das Menü ja nicht aufmachen. Gott weiß warum. Hier, da. Ja, stimmt. Diesel. So, wollen wir mal in die Betonhäuser rein? Ja. In die Betonhäuser. Mal hier die Container erst gucken, Haus oder? Aus Stein. Oh, oh. Oh, Alter, irgendwie ist gerade irgendwas in meinem Hals stecken geblieben. Hast du das gehört? Ja. Hier sind Garagen. Hm. Eventuell liegen hier Reifos drinne. Ah, alles klar. Salvage Tools. Nee, hier ist eine Autobatterie. Alter, wir laufen hier so. Wir sind drei Reifen, aber ohne Felge. Du bist auch ohne Felge. Jetzt? Was? Echt jetzt? Ja, also ich denke. Hast du eine Felge? Nein. Meins? Okay. Ist absolut geil. Warum bin ich denn so müde? Alter, noch ein Schokoriegel. Was ist denn hier los, ey? Als wenn. Oh, Junge, Schoko. Oh, der ist leer. Lass mal hier rein. Okay. Ja, dann hat sich einer die Mühe gemacht, die ganzen Fenster zugemauert. Ich glaube, in der Apokalypse hat man doch nichts Besseres zu tun, als Fenster zuzumauern, oder? Eigentlich. Renn weg, Alter. Ich hole mir sofort eine Knarre irgendwo her. Was willst du in der Apokalypse machen? Ich? Ja, warte. Das ist ganz einfach, was ich in der Apokalypse machen würde. Ja, locker easy. Ich würde mich zu Hause einschließen. Das sagt auch jeder Überlebensratgeber. Man soll sich zu Hause einschließen. Alles, was du mit Wasser voll machen kannst, mit Wasser voll machen. Und so lange in deiner Bude bleiben, wie geht. Weil dann passiert. Das Dümmste, was du machen kannst, ist rausgehen. Weil da kommst du direkt in die Panik und alle fressen sich gegenseitig auf. Ich rede jetzt von der Zombie-Apokalypse aus, ne? Ja, und ist schon ziemlich scheiße. Wie gesagt, bleib so lange in deiner Bude, wie du kannst. Nein, Alter, ist voll langweilig. Ja, natürlich ist das langweilig, aber später ist halt geiler, weil halt alles schon richtig abgefuckt ist. Und du hast größere Überlebenschancen. Weil, weißt du, was noch langweiliger ist? Wenn du sofort rausgehst und sofort krepierst, das ist ultra langweilig, weil du hast ja gar nichts mehr in der Apokalypse. Ja, da hast du nichts mehr von. Aber ich kann es mir von oben angucken, Spectator-Mode. Kannst du ghosten. Alter, hier ist nix drinne. Nee, voll ist echt überhaupt nix. Da ist langweilige Bürostühle. Alter, ich hab einen Raum gefunden, in dem ist einfach nix. Da geht eine Tür rein, da ist einfach nix drinne. Leere. Leere. Nein, ich meine, da ist nicht mal ein Raum drinne, da ist einfach nur. Ja, nichts. Genau, und da. Überleg mal, ist nichts ein Gegenstand? Wenn da nichts drin ist, dann ist da ja was drin, nämlich nichts. Ja, das ist eine Philosophie für sich. Das ist auch so eine Philosophie. Mann, hier ist nichts. Ja, sag ich doch. Hm. Absolute Leere. Hä, hey, waren wir da schon?
Wow. Ich wollte dich eigentlich erschrecken. Hast du? Ja? Bisschen. Wie langweilig, hier ist aber auch kein Gegner mehr. Ja, nee, die haben alle Angst. Wir haben halt alle getötet. Die sind alle offline gegangen, weil alle keinen Bock mehr auf uns haben. Ehrlich gesagt, du hast alle getötet. Ich habe noch gar keinen gekillt. Mein Kaba ist noch gut. Alter, bist du da hart rübergejumpt? Wir sind. Alter, Junge. So, wir gehen da hinten in diese Häuser. Welche Häuser? Bist du? Hier geht's runter. Bist du schon im Haus? Bist du schon hier auf der Straße? Jetzt auf der Straße. Wir treffen uns auf der Straße wieder. Okay. Ich hab Angst, dass man kann Walkie-Talkies finden, damit anderen Leuten reden. Man kann auch einfach Shift drücken und. Oh Scheiße! Reden. Was, wenn ich hier jetzt runterspringe? Sterbe ich da wohl? Kommt drauf an, wie hoch, ne? Probier's nicht aus. Ey, Tim! Ey! Was tut mehr weh? A, Bumm oder Bumm A? A, Bumm. Ja, endlich hat mal einer das richtig beantwortet. Und warum? Weil dann verletze ich mich und dann geht die Bombe hoch. Ach nee, nein, ich meine jetzt, wenn man fällt. Oh, keine Ahnung, Alter. Ich hab jetzt gesagt. Weil bei A, Bumm fällst du länger. Ich dachte jetzt, Allah Walk war Bumm. So, nein. Ach. Alter, ich hab ein Buch gefunden. Oh Junge, ich habe gerade einen fiesen Bug gehabt, wo irgendwie ich eine außerkörperliche Erfahrung hatte und ich dachte, da steht einer hinter mir. Außerkörperliche Erfahrung? Ja, halt, ne? Mein Kopf war nicht da, wo der eigentlich sein sollte. Wo bist du eigentlich? Jetzt auf Elstraße, ja. Elstraße? Das ist ziemlich dumm. Ich gehe jetzt zu diesen grauen Häusern. Okay, und ich bin direkt neben dir. Hi. Hi. Elstraße, Alter. El Gringo Straße. Wollen wir hier rechts erst nochmal rein? Ja. Ich hab vorhin den Reifen. Ich weiß erstmal mit. Ne? Hier ist Baby. Ich wollte schon Baby sagen, Alter. Hier ist ein Baby. Wow. Hier ist noch ein Baby. Ja, unsere Suche ist nicht gerade von Erfolg gekrönt. Alter, was ist hier los? Ich weiß es nicht. Scheinbar bist du müde. Du solltest mehr Kaffee saufen. Ich, oder? Ja, doch. Ich glaube, wir sollten Minecraft spielen. Meinst du, bist du wacher? Mhm. Können wir gleich machen. Guck mal diese Ratten an, ey. Nice. Ja, voll dick. Richtig dick, die Ratten. Hallo, ist wer zu Hause? Touché. Touché. Oh, was ist das denn? Irgendwelche Cargo-Pants, die würde ich gerne tragen, weil da passt bestimmt voll viel rein. Junge, da passt echt voll viel rein. Geil. Jetzt muss ich nur noch mehr tragen können. Wie kann man das erhöhen? Hier will sie höher ziehen oder was? Ja, ich meine, kann man später irgendwie aufleveln? Bist du das? Ja. So gut. Kann man später irgendwie aufleveln, sodass man mehr tragen kann und so? Boah, ja, voll die genau. Schatten, ey. Geil. Wäre auf jeden Fall toll, wenn man das so machen könnte. Warte mal. Hä? Hier oben ist irgendwas drauf. Ein Hammer. Eine Axt. Ja, oder eine Axt. Eine Hatchet halt. If you hatchet and you know it, clap your hands. If you hatchet and you know it, clap your hands. Oh, ich muss was essen. Ich versteck mich hier im Kamin. Ich bin der Weihnachtsmann. Bist du der Weihnachtsmann? Nein, Mann. If you are happy and you know it, clap your hands. If you are happy and you know it, clap your hands. If you are happy and you know it, and you really want to show it. If you are happy and you know it, clap your hands. Das war voll schön, Mann. So. Alter, hier ist nix in den Scheißhäusern. Voll Kacke, Alter. Junge. Alter, da bohrt irgendeiner. Auf einer Bohrinsel? Ah! So, das war's dann mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vergesst nicht, das Video zu bewerten und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.